So, da nehmen wir uns kurz noch das hier mit. Zwei Metalle, warum nicht? Wow! Wow! Da gehen sie unter! Was war denn das jetzt? Da gehen sie unter! Kommt ihr einfach in mich rein? Ja, da bin ich ja froh, dass die beiden Schiffe hier nicht dem gehört haben. Ey, das wäre jetzt böse für mich geendet. Hätte jetzt böse für mich geendet. Wow! Ah, was war denn das jetzt? Das war genau neben dem Felsen auf einmal übelst die Welle, übelst die. Moment, den hier nehme ich noch mit. Hä, wieso bin ich jetzt hier falsch? Ne, Moment. Scheiß auf die Kiste. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Bin ich nicht gerade auch hier lang gefahren? Eigene Markierung. Okay, jetzt habe ich eine. Ich bin doch gerade auch eben hier lang gefahren, oder war das vorhin schon falsch? So, na gut, dann fahren wir halt hier rum. Stirbt mich jetzt auch nicht wirklich. So. Oh, das war nicht schlecht. Was haben wir eigentlich jetzt erbeutet durch das... ups, das wollte ich nicht. Was haben wir jetzt eigentlich erbeutet durch das eine Schiff? Das habe ich gar nicht gesehen jetzt. Ich habe einfach nur geklickt. So, 2000 Meter in die Richtung. Ich gucke nur, diesmal machen wir nichts mehr. So. Oh, 150 Metall. Dann willst du gleich wieder draufhauen, ey. Macht aber auch so, man muss ganz ehrlich sagen, dass mit den Kämpfen haben die so geil gemacht. Also ohne Mist, das ist wirklich an allen Assassin's Creed 4 Teilen, die ich bis jetzt... Ah ja, an allen Assassin's Creed 4, die ich bis jetzt gespielt habe, schon klar. Alter, 100. An allen Assassin's Creed Teilen, die ich bis jetzt eh gespielt habe, macht mir das Kämpfen so verdammt viel Spaß einfach nur. Das war wie in Assassin's Creed 3, das Jagen, bloß das hat mich nicht ganz so fasziniert. Das hat echt so viel, das macht echt so viel Fun. Man möchte fast sich die Mission, die Hauptmission einfach bis zum Schluss aufheben, weil das, man durchs Kämpfen so viel machen kann einfach. Was ist das denn? Das ist unser Ziel oder was? Drei billige Level 16 Bricks. Britische Kriegsschiffe ausfindig machen. Habe ich geschafft. Guck mal da, was sind sie? Versenken. Natürlich, mache ich. Haben wir ihn schon gesehen? Treffen, Männer! Rahmsegel einholen! Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind! Schneesegel! Jetzt haben sie uns gesehen. Feuer! Jeeha! So, das erste aber schon getroffen. Bereit zu schießen! So, nochmal. Schön, wie wir einfach erstmal durchziehen können. Feuer! Oh, 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 oh. Nehmt die Rahmen auf den Wind! Sind bereit, Sir! Bam! Yeah! Feuer! Unsere Kettengeschütze machen einfach so viel Power. Haben einfach so viel Power. Mist, das haben wir nicht mehr gekriegt. Jetzt hätte ich das gleich versenken können. So, gute Nacht. So, und den da auch noch da hinten. Wow! Oh, Mist, die habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott, wir sitzen fest, wir sitzen fest! Wir sitzen fest! Nein, 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 nein. Wir haben uns, Captain! Wir haben uns gar nicht! Bis ich aufgebe, dauert das ein bisschen! Erstens ist Schrott! Und die nächsten Folgen! Wo ist meine... Ich finde manchmal die, den Mörser nicht. Jetzt zum Beispiel habe ich den Mörser gar nicht in der Hand. Dann halt nicht. So. Und das nächste Schiff ist down. Ich hol mir... Was? Buckelwal? Ach hier. Ich hol mir erstmal das erste Schiff. Cool, da haben wir ja... Vielleicht kriegen wir hier sogar Metall. Ich will nämlich wirklich unbedingt meine Kugeln aufbessern. Weil das ist das, was die Geschwindigkeit im Kampf ausmacht, wenn wir die Kugeln verbessern können. Dann würden wir die Schiffe auch wesentlich schneller platt machen. Und würden im Endeffekt dann natürlich auch
wesentlich mehr, wesentlich weniger Schaden einstecken und wesentlich mehr Schiffe killen können mit einem, mit einem Angriff. So. Oh. So, der ist weg. Wow, wie viele habe ich gerade mit einem Schlag gekillt? Okay, ich habe auch meine eigenen Leute aus... Ups, das wollte ich nicht. Naja, die wüssten, worauf sie sich einlassen. Ich meine, wenn man an Bord kommt und so einen Typen sieht, dann sollte man da vielleicht nicht unbedingt mit zuversichtlichen... Oh, wir können nur reparieren. Das ist klar. Aber auch nicht schlimm. Und weiter geht's. Wo ist das Schiff? Da hinten. Boah, das macht so viel Schaden, es geht gar nicht. Bam! Oh, schon geschafft. Na, alles ganz versinken. Nee. Na dann, holen wir uns das nächste Schiff. So, lass mir mal eine Kanone, Süßer. So, Löchchen. Und guten Nacht. Und ja, könnt ihr euch auch auf unser Schiff rüberkommen? Nee, gell? Ich habe die noch nie auf unserem Schiff gesehen. Das ist ja natürlich auch noch so eine extra coole Option. Habe ich eins von meinen Leuten getroffen? Eins von meinen Leuten. So, noch einer hier irgendwo. Wunderschön. Findest du geil, wie der hier hinten drauf hockt, Tobi? Ich hab noch gar nicht angefangen. Soll ich eigentlich mal loslegen? Das Schiff an der Seite. Guck mal das Schwert an der Seite an. Schiff an der Seite. Das sieht auch nicht schlecht aus. Jackdaw reparieren, auch wenn Jackdaw eigentlich voll ist, aber na gut, dann machen wir das halt, ne? Wenn uns keine andere Option bleibt, so nehmen wir diese. Und wir haben Rum und Zucker bekommen. Und das letzte Schiff. Zieht sie ran mit aller Kraft. So. Eins. Zwei. Oh. Der Hüpfe da gehört mir. Stirbt eigentlich mal. Ich fühle mich verarscht. Na also, geht doch. Und... Hua! Go! Na los, komm her! Boah! Ja! Lag noch mehr! Ja, ich bin auf die Fresse geflogen, oder wie? Ja, passt schon. Kommt ruhig in 30er-Massen. Boah, Alter. Ist hier überhaupt irgendwo noch jemand Freund? Da habe ich mir gerade einen über Bord geschubst. Okay, da ist noch einer, da ist noch einer. Ich mach weiter gar nichts mehr. Alter, was ist denn das hier? Das geht ja gar nicht. Weil er kontert gar nicht richtig. Durch diese extreme Masse an, an Gegnern. Geht er gar nicht mal richtig kontern, sondern er tut einfach nur reinhacken dann nur noch. Was irgendwie die Koordination ein bisschen im Kampf ein bisschen vernachlässigt. Okay. Aber ich meine, wenn man das noch ein bisschen ausbauen würde, vielleicht, man weiß es ja nicht, ist Assassin's Creed 5 auch auf See, wenn das so gut ankommt. Metall, Stoff und Crewmitglieder. Ist Assassin's Creed 5 vielleicht auch auf See. Und wenn man das dann noch ausbaut, diese ganzen kleinen Marke, die es noch hat, und den Rest so lässt, wäre absolut Hammer. Dass die Leute dann auch aufs alte Schiff können und halt lauter solche Dinge, vielleicht noch ein bisschen mehr, was man vielleicht noch... Was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, es gibt mir etwas wahr. Was? Feindliches? Gefechtsposition. What the fuck, was ist das? Das ist ein Kriegsschiff, Sir. Da sind was ist das? Die sind allein, Sir. Die sind allein? Willst du mich verarschen? Hat du das Ding gesehen? Level 36. Wollen wir es wagen, jetzt wo wir so viel geschafft haben? Getroffen, Captain. Britisches Kriegsschiff, enter. Ach, das ist das?
Das ist unser Feind! Feuer! Feuer! Das ist unser Feind! Sind bereit, Sir! Das ist die Mission! Wir können das Konflikt. Wir können den Konflikt während des. Ich bin doch dabei, was willst du eigentlich von mir? Wow, wow, wow. Ich kann nicht schnell. Oh mein Gott, ey, wir kriegen so viel Schaden. Oh. Alter. Das hätte mir vielleicht vorher jemand sagen können, dass ich am Ende noch gegen dieses Schiff kämpfen muss. Nochmal, komm! Oh Mist. So, auf! Der nächste Treffer reißt uns in die Tiefe, Captain! Das Schiff leidet! Zu viel Schaden! Ich weiß! Aber das ist unsere Mission, meine Leute! Lieben Freunde der Nachtmusik, das ist unsere Mission! Alter Schwede! Hat das Schiff sich... Ich dachte, das Schiff hat sich aufgehangen, schade. Oh mein Gott, ich kann doch nicht in die Reisegeschwindigkeit rein. Was auch Reichweite, du bist lustig. Uiuiui. Was ist denn das für eine Mission, Alter? Also ich habe gedacht, das ist... Ich habe gedacht, wir müssten die drei Schiffe platt machen. Schön, toll, alles schön. Und dann gehst du nach Hause. Nein, du musst doch ein gigantisches Kriegsschiff platt machen. Ne, das mache ich mir meine Mission ist ganz vergessen. Die Mission ist mir zu heftig. Mit meinem momentanen Schiff. Obwohl, warte mal. Kann ich meine Kanonen ausbessern? Müssen wir mal kurz gucken, ob wir die Kanonen ausbessern können. Aspar zur Flotte, noch Geld sammeln, weil das Geld reicht nicht. Noch kein Schiff wieder da? Details? Nö. Nee. Dann gleich gehen wir wieder. So, okay. Und Schiff verbessern. Kaufen Jektor Upgrades. Stärke des Rammsporns könnten wir jetzt machen. Mörser könnten wir machen. Stärke der Drehbasen könnten wir. Ach, das hängt alles mit dem Dings zusammen. Ich würde auf die Breitseitenkanonen setzen am Ende. Brauchen noch ein bisschen Metall. Was ist das da eigentlich? Das sind die Ausrüstungsdinger, gell? Schwertsitz. Ach, siehst du mal, ich kann mir Schwertsitz. Ich will aber mal eine andere Montur holen. Braunermantel, wo war die Montur, die ich unbedingt haben wollte? Piraten oder Freibeuter? Würde ich mir die Freibeutermontur holen, weil die ist billiger. Hallo, ich will die haben. Gib mir die. Hallo? Freibeutermontur. Ich kann mir die nicht holen. Hä? Brauche ich nicht. Okay, gut, dann halt nicht. Wenn das nicht geht, dann geht's halt nicht. So, na dann. Wenn die Mission hier nichts wird, dann machen wir mal, dass wir zur Hauptmission weiterkommen. Legendäres Schiff. Geldgewinn hoch. Wo ist die Hauptmission? Können wir da schnell hinreißen? Hauptmission. Hä? Wo ist denn die Hauptmission? Bin ich blöde? Hauptmission? Achso, wahrscheinlich, weil ich die eine Mission ja habe. Missionen schwenken, zentrieren, kann ich irgendwie die Mission abbrechen?
Kann ich die Mission irgendwie abbrechen? Nicht? Erinnerung verlassen. Ja, die Erinnerung möchte ich verlassen. Weil die Mission ist eindeutig noch zu heftig für unser Schiff, da sind wir noch nicht gut genug für. Gegen die drei Schiffe ist kein Problem, aber gegen das andere. So, okay, jetzt sind wir natürlich ewig von dem legendären Schiff entfernt, was ich gerade gucken wollte. Dann halt nicht. So, wo ist die Hauptmission? Hä? Wo ist die Hauptmission? Moment, haben wir hier eigentlich schon alles gemacht? Nee, aber nicht. Die holen wir uns mal ganz kurz das Zeug noch. Willst du in Frieden leben, mein Freund? Ich lebe in Frieden, mein Guter. Ich lebe in Frieden. Ich frag mich sowieso, wie diese Festungen eigentlich kampffähig sind. Wir zerstören die ja mal vollkommen und jedes Mal, wenn wir herkommen, ist die Festung immer noch zerstört. Also theoretisch gesehen kann die Festung doch gar nicht kampffähig sein, oder sehe ich das falsch? So, haben wir ein Fragment. Ich frage mich übrigens, was die Fragmente bringen. Was genau, ich weiß nicht, das haben sie am Anfang mal erklärt, aber ich glaube, ich habe das überhört irgendwie, oder vergessen mittlerweile. Das wird zwar eher sein, was die Fragmente genau eigentlich bringen. So, wo haben wir hier noch?